Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück willkommen auf dem Kanal. Und ja, wir schauen uns heute einmal an aus dem Warpath-Deadzone oder für uns relevanten Firefight-Universum Forge Fathers, und zwar die Militia. Ja, der Dank geht natürlich an dieser Stelle erstmal wieder an die Patreons und alle Abonnenten und natürlich auch alle Zuschauer raus, die den Kanal hier verfolgen. Und ja, das ist hier die Forge Father Miliz. Ja, und ich glaube, das sind die Jungs, die die etwas kleineren Kniften tragen, also es gibt ja die MK1 und die MK2 Storm Rifles, und die MK2s, die machen, glaube ich, noch ein Armor Piercing. Diese hier, ja, das ist quasi das Fußvolk, ne? Die haben, glaube ich, nur die MK1 dabei. Drehen wir mal um. Und wir sehen, jo, ne, wir haben diverse Zwergchen hier am Start. Ich glaube auch, dass man hier keine Waffenoption groß hat. Ich habe jetzt das Force List Buch, also sprich das Armeebuch, nicht hier. Ich meine aber gesehen zu haben, dass die Militia irgendwie gar keine Ausrüstoption hat. Also die nimmt man einfach stumpf aus der Packung und tackert sie so zusammen, wie sie sind. Ich kann natürlich auch wieder Blödsinn erzählen, aber ich meine, ich hätte das so gesehen. Und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Ich denke mal, wir kriegen das alles hier in Plastik, hoffe ich mal, ne? Jo, loses Plus ohne Tüte, finde ich auch gut, ne? Ist sowieso schon genug Plastik. Und ja, wir sehen hier, das war, ah ja, das sind die alten Mantic-Modelle, genau, zum Zusammenstecken. Und ich finde die von den, viele sagen, alte Mantic-Modelle, ich finde die von den Detailgrad absolut okay. Ich bin jetzt auch nicht der super Ultra-Detail-Maler oder jemand, der irgendwie unglaubliche Mal-Skills hat. Deswegen bin ich mit dem sowas von zufrieden und auch froh, dass da nicht so viel Gebönsel dran ist bei manchen GW-Sachen. Klar, das sieht geil aus, wenn man es bemalen kann, aber nach der 193. Applikation irgendwo am Panzer oder sonst was, weiß ich nicht, ob man da nicht so ein bisschen die Nerven verliert. Ja, ihr seht die Jungs hier, Waffenoptionen sind sowieso hinfällig, weil die haben die Knarre schon fest in der Hand. Es gibt wenige Teile, das ist schon mal sehr schön, bin ich absoluter Fan von, kann ich nicht anders sagen. Ich sehe es nämlich immer so, alles was ich an Zusammenbau und Zusammenklebezeit spare, genauso wie Mahlzeit, Entgratzeit, Grundierzeit, habe ich mehr Zeit, um die Püppchen übers Feld zu schubsen. Und das ist halt, ja, ist so meine Ansicht. Ich weiß viele, klar, das Hobby lebt auch davon, dass man baut und bemalt. Habe ich zwischendurch auch mal Bock drauf, im Moment tatsächlich sogar ein bisschen mehr als sonst. Aber es ist, gibt ja nicht umsonst den Pile of Shame, die Leute, die sammeln sich die Sachen und dann haben sie keinen Bock dazu bemalen, da liegt er in der Ecke rum. Oder die haben angefangen 10 Püppchen zu bemalen, haben bemerkt, ach du Scheiße, das dauert ja echt lange, wenn ich den Standard halten will, den ich habe. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf, und dann kriegt man immer diese eBay-Sachen irgendwie bla bla bla. Army Box Mega Force hast du nicht gesehen, oder Starter-Pack, größtenteils im Gussrahmen, teilweise bemalt. Das sind dann irgendwie so 5 bis 10 Mannequins meistens. Und ja, wie das dann halt so ist. Gut, liebe Leute, ich kann euch nur raten, gerade bei Massenarmeen, setzt den Standard nicht zu hoch an, wenn ihr nicht so viel Zeit und Muße habt zu malen, so wie ich das habe. Also beziehungsweise ich habe es nicht. Sondern sagt, ich mache irgendwie 5, 6 Farben, ein bisschen Wash, ein bisschen vielleicht nochmal Highlighten, Trockenbürsten oder so, wenn überhaupt. Und dann kriegt man da auch gescheite Resultate, also zumindest Tabletop-Standard. Und ja, es muss jeder natürlich für sich entscheiden, ob ihm das reicht oder nicht. Aber ich finde, für mich ist es definitiv top, weil ich kriege sowas auch so auch mal was an die Kette. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr mein aktuelles Projekt verfolgt, das 2500 Punkte Projekt für Grimdark Future. Waren es 2500? Ich weiß es gar nicht. Ne, 2500 Warhammer, 5000. Nee, ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Jetzt weiß ich mein eigenes Projekt nicht mehr. Auf alle Fälle halt eine gewisse Punktzahl, sich zu motivieren, die anzumalen. Und wie gesagt, bei den, das ist das Astra Militarum für Warhammer, beziehungsweise Human Defense Force heißen sie bei Grimdark Future. Und da habe ich wirklich auch Grundfarben, ein bisschen, dann ein bisschen mehr Wash, dann einmal trocken gebürstet, und dann war es das. Dann waren die Jungs fertig. Und die sterben sowieso so schnell auf der Platte, dass man das nicht groß sieht bei den Mannequins. Und ich finde, es ist vollkommen ausreichend und macht tausendmal mehr her als
mit unbemalten Minis zu spielen, das ist, macht tausendmal mehr Bock, mit einer bemalten Armee zu spielen, weil man ist ja meistens eh eine Armlänge davon entfernt. Klar, wenn man die so hier unter der Kamera halten würde, ne? Ja, dass das dann irgendwie nicht mehr so scharf und geil aussieht, ist klar. Aber ganz ehrlich, da muss jeder selber wissen, was er macht. Für mich ist es so gut und man kriegt halt viel, also viel fertig und schnell aufs Spielfeld. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt sehr zu schätzen weiß. Gut, jetzt habe ich auch noch hier noch irgendwie eine ganze Zeit über Malerei geredet. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich euch nur hier zeigen, wie ihr wie so eine Packung Militia hier von innen aussieht. Und das habe ich auch getan. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr gerade auspackt und womit ihr gerade zockt. Schreibt mir gerne mal drunter, was haltet ihr von Mantic, was haltet ihr von Firefight. Und ja, ansonsten, ich freue mich auch immer einfach über Grüße in den Comments oder einen Daumen hoch oder natürlich ganz besonders ein Abo. Bla 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 bla, ihr kennt die Nummer. Und ja, ich glaube, diese Jungs, die werde ich jetzt tatsächlich sofort bauen. Weil, ja, hier muss ich mich gar nicht erst mit dem Regelbuch befassen. Ich tacker die einfach zusammen und dann, ja, sind sie zusammen, ne? In diesem Sinne. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.